Sie haben es schon wieder getan. Eine mutmaßlich kriminelle Vereinigung wurde gegründet, um mit widersetzen.com, dem neuen Bündnis, sich dem Parteitag der AfD in Essen entgegenzustellen. Ich sehe hier, den Verfassungsschutz, den Staatsschutz, das Landeskriminalamt und die Polizei haben bald viel zu tun. Ich prüfe nämlich aktuell, ob ich diese Leute anzeige, eben wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung. Aber das und viel mehr in diesem Video und damit herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Selbstverständlich gefallen mir viele Forderungen der AfD nicht. Mir gefallen aber auch ebenso viele Forderungen der Grünen nicht, der Linken nicht, der Roten nicht, der Schwarzen nicht, der Gelben nicht. Mir gefallen von vielen, viele Forderungen nicht. Ich würde niemals auf die Idee kommen, deswegen in meiner Freizeit zu demonstrieren gegen einen Parteitag der anderen. Selbst bei den Linken oder den Grünen, wenn sie den Tod den Reichen offen ausrufen und damit quasi Straftaten begehen, die sie der AfD verbieten wollten in der Krugerhalle in Essen, selbst dann komme ich nicht auf die Idee, dass diese Leute sich nicht treffen sollen. Aber der Bürgermeister von Essen wollte ja die Demonstration vorne anführen. Es ist ja weiterhin im Gespräch, das Stadtbad 3 Tage lang zu schließen, das eine in der Nähe der Messehalle. Und jetzt hat sich ein Aktionsbündnis gegründet mit dem einzigen Ziel und Zweck, zivilen Ungehorsam eben vor diesem Parteitag geltend zu machen, zu demonstrieren. Sie sagen selbstverständlich gewaltfrei, aber Ziel ist es, dass der Parteitag nicht stattfindet. Ich zeige euch jetzt am besten mal einen Juristen, der das Ganze kurz einordnet. Und darüber möchte ich sprechen mit dem Studienprofessor Volker Böhme-Nessler. Er ist Staats- und Verfassungsrechtler. Ganz herzlich willkommen. Guten Morgen. Und es ist ja schon interessant, auch die Stadt Essen selber wollte diesen AfD-Bundesparteitag verhindern. Mit juristischen Mitteln ist aber vor dem Verwaltungsgericht nicht durchgekommen. Wir haben eine Parteiendemokratie und das Grundgesetz sagt, in der Parteiendemokratie sind alle Parteien, die nicht verboten sind, alle Parteien gleichberechtigt. Nun sagt die grüne Jugend, es sei auch zu wenig, einfach nur zu protestieren. Ziviler Ungehorsam, auch dem schließt man sich im Grunde genommen indirekt an. Ist das auch für den Jugendbereich einer Partei aus Ihrer Sicht, ist das legal oder ist das tatsächlich schon, ja, reicht das schon rein in juristische Grenzbereiche? Ja, das reicht rein in juristische Grenzbereiche. Das, was die grüne Jugend vorhat, nämlich den Parteitag zu verhindern, das ist letztlich eine Straftat. Wenn die grüne Jugend sagt, wir wollen mit allen Mitteln den Parteitag verhindern, ist das keine Demonstration mehr, sondern eine Straftat. Und das ist natürlich rechtlich nicht geschützt. So, wie ihr gesehen habt, ist das nicht nur meine Rechtsauffassung, es ist vor allem auch die Rechtsauffassung von Staatsrechtlern, von richtigen Experten. Ja, das Wort Experte ist seit Corona verpönt, ich weiß, aber von Fachleuten, Leute, die sowas beruflich machen. Man will hier verhindern, dass Parteimitglieder ihr nach dem Parteiengesetz zugestandenes Recht verwehrt wird. Man will ihnen den Zugang verhindern. Man möchte nicht, dass eine Partei, die nicht verboten ist in diesem Land, ihr demokratisches Recht auf den Parteitag ausübt. Man möchte das verneinen. Man kommt dann wieder mit Deportationsplänen und für alle, die immer wieder mit diesem Wort Deportationsplänen um die Ecke kommen. Leute, ihr habt wohl noch nie Abschiebedokumente von Deutschland gesehen. Hier ist der Stempel, da steht drauf abgeschoben, Schrägstrich, deported. Ja, das ist der englische Fachbegriff dafür. Nichts, die Rechten haben sich das ausgedacht oder die Korrektivleute sagen jetzt Deportation, damit die Leute Angst kriegen. Nein, das nennt man so im Sprachgebrauch. Selbstverständlich werden Abschiebepflichtige, Ausreisepflichtige, abgelehnte Asylbewerber deportiert aus Deutschland. Im Englischen sagen sie ja, you are deported. Aber ja, wir sind die Rechtsradikalen. Da frage ich mich immer, Leute, was lernt ihr so in der Schule? Nichts anscheinend, wenn ihr denn überhaupt hingeht. Allerdings ist das besonders Interessante dann, wenn man hier diesem Verein mal nachsteigt, diesem Bündnis hier, widersetzen.com ist ein Zusammenschluss von, was sagen Sie, 170 Leuten und so weiter und so fort. Na, das Impressum, das ist in der Magdalenenstraße 19, hier bei mir in Berlin in 10365. Und wenn man dann einfach mal an der Adresse schaut, was es denn da so gibt,
Ach, da gibt's einen Verein, der vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Der Verein der Verfolgten des Naziregimes, Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten. Was es nicht alles gibt, der VVNBDA. Habe ich vorher so noch nicht gehört. Und hier gibt es natürlich eine kleine Anfrage von letztem Jahr aus dem Bundestag. Da kommt so einiges ans Licht. Aufgrund der Nennung der Organisation im Landesverfassungsschutzbericht Bayern als linksextremistisch beeinflusste Organisation sowie, Achtung, der gerichtlich festgestellten personellen Verbindung zur Deutschen Kommunistischen Partei, DKP, und der offenen Zusammenarbeit mit linksextremistischen, gewalttätigen Antifa-Gruppen habe das Finanzamt für Körperschaften I des Landes Berlin am 4. November 2019 der Bundesvereinigung rückwirkend die Gemeinnützigkeit entzogen. Und ich kenne hier in Berlin ziemlich viele mit den Finanzämtern für Körperschaften. Wenn ihr solche Vereinigungen kennt, die offenkundig nicht gemeinnützig sind, schreibt mir eine E-Mail. Ich werde mich mit dem zuständigen Finanzamt in Verbindung setzen und werde mit Nachdruck darauf hinweisen, dass man hier die Gemeinnützigkeit dann entzieht. Denn alle 3 Jahre wird diese Gemeinnützigkeit geprüft. Und wenn sie entzogen wird, kann bis zu 10 Jahre rückwirkend Geld gefordert werden. Und zwar nicht von der Vereinigung, sondern von den Vorständen, die hier in der Privathaftung sind. Das nur am Rande. Ihr wisst, bei Kampakt hat man das schon erfolgreich gemacht, schon ein paar Jahre her. Inzwischen gibt es hier die nächsten linksgrünen, versifften Vereine, die ernsthaft ihr einziges Ziel darin haben, Widerstand zu üben gegen das Recht auf Besuch eines Parteitages. Die Straftaten, die in Betracht kommen: Landfriedensbruch, Hausfriedensbruch, Nötigung, Beleidigung, Belästigung, Körperverletzung, schwere Körperverletzung, je nachdem, wie sie das mit diesem Widerstand hier machen. Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, bin ich mir ziemlich sicher. Da kommt schon einiges zusammen. Aber das nennen sie Demokratie. Das ist das Perfide daran. Man muss die Pläne der AfD nicht gut finden. Ja, ich finde die ja von den Linken auch nicht gut. Aber man muss ihnen das freie Recht in dieser Gesellschaft einräumen. Und die ganzen Werbematerialien, die sie dazu machen, und die Videoclips, ist ja Katastrophe. Da haben sie einen Videoclip gemacht, wo offensichtlich optisch gesehen bis auf einen alle deutsch sind und machen da dann Werbung für Vielfalt, anstatt dass sie die Migranten nehmen. Aber ich zeige euch mal ein Foto hier. Fraktionstreffen oder Klausurarbeitstreffen der Grünen. Ist ja schade, dass hier alles nur weiße deutsche Frauen sind, ne? Aber einen oben in der Ecke könnt ihr finden. Ansonsten Vielfalt und Diversität vorschreiben, aber selbst nicht vorleben. Das ist das beste Deutschland aller Zeiten. Sie wollen hier ernsthaft zivilen Ungehorsam machen. Sie wollen hier randalieren. Sie wollen die Polizisten beschäftigen, die sowieso genug zu tun haben. Aber sie verstehen noch nicht mal, dass sie damit eigentlich die größten Antidemokraten in diesem Land sind. Aber schaut euch mal das Video von heute Morgen an. Ich bin gespannt, wer hier am Ende für mehr Schlagzeilen sorgt. Das Interessante wäre ja gewesen, man lässt die AfD ihren Parteitag machen und erscheint einfach mit null Gegendemonstranten. Einfach null. Dann wäre die mediale Aufmerksamkeit zu 100% bei den Inhalten des Parteitages, wo man ja dann auch drüber streiten kann, ob das dann nach rechts rückt, nach links rückt, ob es so bleibt. Aber an dieser Debatte hat niemand ein Interesse, sondern man macht lieber Terror 3 Tage lang, dann hat die ARD auch was zu berichten. Und dann heißt es, ja, in der Halle gab es dann wieder einen Rechtsruck, denn das wissen Sie schon jetzt, dass der Rechtsruck einfach wieder kommt. Ich bin gespannt auf deine Meinung. Wie siehst du das hier? Sollten wir sie gemeinsam anzeigen wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung? Sollten wir mal die Verfassungsschutzämter schriftlich darauf hinweisen, dass es diese Vereinigung hier gibt? Man kann sich ja heutzutage nicht mehr sicher sein, dass sie alles sehen, vor allem auf dem linken Auge sehen. Das ist immer ein bisschen schwierig. Schreib mir mal einen Kommentar, lass ein Abo da, abonniere auch meinen Telegram-Kanal. Damit bis bald.